Was geht ab? Und herzlich willkommen zu Florian Simbecks Comedy Podcast für Freitag, den 24. Juli 2020. Ja, genau, das Datum ist korrekt. Ja, und woher weiß ich, dass das Datum korrekt ist? Weil ich Schlaumeier vorher schon den Podcast aufgenommen habe. Ganz entspannt und ganz locker, so ein bisschen vor mich hingetalkt. Also ganz perfekt war es nicht. Ich hatte mich dann auch entschieden, es einfach nochmal zu machen. Aber der Hauptgrund, warum ich diesen Podcast nochmal neu aufgenommen habe, war, dass ich das Mikrofon gar nicht aufgebaut hatte. Ich habe halt einfach nur so vor mich hingelabert und es hat überhaupt nicht aufgenommen. Wie bescheuert, oder? Mann, du. Ey, vor ein paar Tagen hat übrigens irgendein Rialo auf meinem YouTube kommentiert, wo ich mich über mich selbst lustig gemacht habe, dass ich alt werde, hat er voller Hass kommentiert, dass ich über alte Leute Witze mache und er wünscht mir, dass ich bald dement werde und was für ein... Ich natürlich sofort blockiert, klar. Oh, der Simbeck, so eine feige Sau, oder stellt sich nicht der Kritik der Öffentlichkeit? Ja, muss ich ja auch nicht, oder? Wenn es euch nicht gefällt... Wenn es euch jedoch gefällt, dann bleibt ihr dran und es ist ja eine kleine und feine Community, aber ich glaube, ich mache das nur für euch und für mich, oder? Geht's euch denn gut? Habt ihr eine schöne Woche gehabt? Es ist jetzt Freitag, es ist Freitagnacht, wenn dieses Ding online geht. Wahrscheinlich hört ihr es dann am Samstagvormittag oder irgendwann erst. Also timingmäßig ist es jetzt richtig beschissen von mir. Aber ich habe halt heute ein paar private Dinge gehabt. War vorher mit der Family noch ein bisschen beim Essen. Und wir haben den letzten Schultag gefeiert, denn in Bayern ist heute, ja, offiziell der Ferienbeginn. Also Ferienbeginn ist natürlich dann der Montag, ne? Aber heute war letzter Schultag, heute gab es Zeugnisse. Die Kids waren die ganze Woche nicht in der Schule, mussten aber heute eben, um die Zeugnisse abzuholen, persönlich erscheinen. Das ist offenbar ein höchstpersönlicher Verwaltungsakt. Wusste ich überhaupt nicht. Ich dachte, höchstpersönliche Verwaltungsakte sind nur Eheschließung. Ich weiß nicht. Ich denke, man kann sich eigentlich überall vertreten lassen, oder? Man kann doch überall einen rechtlichen Vertreter hinschicken, oder? Was sind die höchstpersönlichen Verwaltungsakte? Wieso? Wie komme ich jetzt wieder auf so blöde Fragen? Also das ist das Problem, wenn man Jurist ist, ne? Dann hat man so Begriffe mal gehört und dann stellt man sich diese Frage, die sich kein normaler Mensch jeweils stellen würde, oder? Höchstpersönliche Verwaltungsakte. Oder Verwaltungsakte, sondern Willens... wie nennt man das? Willensäußerungen, oder? Ist schon lange her. Äußerungen. Mal checken, vielleicht habe ich es irgendwie falsch. Ja, höchstpersönliche Willensäußerung. Also der Willensäußerung Vorausverfügung vielleicht? Okay, klar. Na gut, ey, da komme ich jetzt hier... auch nicht weiter. Aber ich glaube, bei der Eheschließung kann man sich zum Beispiel nicht von jemand anders vertreten lassen. Ich glaube auch, wenn man sein Erbe festlegt, ne, beim Testament. Ah, siehst du, hier haben wir es doch, oder? Höchstpersönliche Rechte sind eine Unterart der subjektiven Rechte. Laber. Aber welche sind's? Öffentliches Recht, Verfassungsrecht, Verfahrensrecht. Lass uns doch mal ins Privatrecht reingehen. Okay, die Arbeitspflicht des Arbeitnehmers. Okay, der Arbeitnehmer muss persönlich erscheinen und kann sich bei seinem Job nicht vertreten lassen, bei jemandem, der zum Beispiel weniger qualifiziert ist oder sowas. Ne? Mit Grunddienstbarkeiten, Nießbrauch, na gut, da wird es kompliziert. Aber beim Erbrecht, klar. Familiensrecht, Eheschließung, siehste. Zugewinnausgleich und beim Gesellschaftsrecht, keine Ahnung, Mitgliedschaftsrechte, dann wird es wieder komplizierter. Unterhaltsanspruch bei der Scheidung ist auch höchstpersönlich. Siehste, Testamentserrichtung, Vorkaufsrechte, Patente, Urheberrecht, siehste, Urheberrecht ist auch höchstpersönlich und nicht übertragbar. Diese Fragen stellen sich doch öfter, oder? Ein Urheberrecht kann man zum Beispiel nicht verkaufen. Du kannst es nicht irgendwie ein Lied geschrieben haben oder ein Bild gezeichnet haben oder ein Foto gemacht und dann das Urheberrecht an deinen Auftraggeber verkaufen. Du wirst immer der Urheber sein. Ja?
wenn du Fotograf bist. Aber wenn du Fotograf bist, weißt du sowas. Aber wenn du zum Beispiel ein Foto nutzen möchtest, dann erwirbst du nicht das Urheberrecht, sondern du erwirbst nur das beschränkt dingliche Recht, glaube ich, das zu nutzen. Ne? Nutzungsrechte, Verwertungsrechte, Zweitverwertungsrechte, keine Ahnung, sowas. Ne? Das erwirbst du, aber Urheber bleibt immer der Urheber. Ja. Warum labere ich jetzt eigentlich von sowas? Wie bin ich eigentlich auf höchstpersönliche Rechte gekommen? Ist irre. Mein Gehirn, genau, Zeugnisübergabe. Genau, die Kids haben ja heute ihr Zeugnis bekommen. Und ja, dafür mussten sie in die Schule. Ich glaube, 1,5 Stunden waren sie in der Schule und kamen nach Hause. Beide sind nicht durchgefallen. Ja, danke Corona. Mein Sohn tut sich sowieso sehr leicht. Der ist genauso wie ich. Ich glaube, vielen geht es so, dass die Lehrer immer gesagt haben, ihr Kind könnte richtig gut sein, wenn es nur sich mehr anstrengen würde. Aber es ist leider stinkfaul. Und so war es bei mir auch. Ich war auch stinkfaul. Meine Mama wusste das natürlich alles. Sie wusste aber auch, dass ich so krass intelligent bin. Als Eltern weiß man es ja. Und ging dann tatsächlich, hat sie zu mir gesagt, sie geht zum Elternsprechtag und kam dann nach Hause und hat versucht, mich anzukacken, dass ein Lehrer gesagt hätte, ich würde immer nur aus dem Fenster rausschauen, statt mich auf den Unterricht zu konzentrieren. Hat versucht quasi so, dass das Erinnerte oder wie sie mich persönlich einschätzt, umzumünzen und mir reinzureiben. Und ich habe gesagt, ich schaue nie zum Fenster raus. Wir haben zwar ein Fenster, aber ich sitze auf der anderen Seite vom Klassenzimmer und da ist auch nur eine scheiß Hauswand von einem anderen Haus. Da ist nichts zu sehen. Ich würde nie im Leben zum Fenster rausschauen. Und sie so, aber so sinngemäß, also, und habe ich gesagt, sag mal, warst du wirklich? Welcher Lehrer hat denn das gesagt? Welcher Lehrer hat gesagt? Hat sie gesagt, ich war Kaffee trinken. Und das ist der Augenblick. Das ist der Augenblick des Bruches. Weißt du, wo du merkst, okay, Eltern sind auch keine, Eltern sind keine Übermenschen, das sind ganz normale Menschen und die verarschen dich ganz genauso. Ich habe es verdammt spät erst gemerkt, ich glaube, da war ich in der 9. Klasse oder so. Aber sie hat einfach mich verarscht. Sie hat mich verarscht und hat einfach Bullshit behauptet. Wir gehen eh nie zum Elternsprechtag. Nie im Leben. Wenn es mal Probleme gibt, dann gehen wir rein und haben den Rechtsanwalt dabei. So läuft das bei uns. Da wird überhaupt nicht mit den Lehrern gesprochen. Es wird das allererste, was wir machen, ist ein Brief ans Kultusministerium. Ja. Nein. Ich habe es, glaube ich, schon mal im Podcast erwähnt, der wurde tatsächlich von einem Lehrer immer scheiße behandelt. Und dann habe ich einfach einen Brief an die Schule geschrieben und habe in dem Betreff von der E-Mail habe ich geschrieben, Beschwerde über Lehrkraft so und so. Und der hat ihn halt echt gemobbt immer. Der hat ihn immer nur rausgezogen, immer nur, ist jetzt egal, aber und auch mein Sohn fragt schon nach, ne? Und es waren immer Bullshit-Anschuldigungen. Ungefähr so, wie du guckst immer zum Fenster raus. Und habe ich in dem Betreff Beschwerde über die Lehrkraft geschrieben. Und das Problem ist, wenn ihr sowas macht, macht das nicht, Leute. Schreibt nicht Beschwerde, weil wenn Beschwerde drinsteht, müssen die das ernst nehmen und leiten das direkt weiter ans Kultusministerium. Dann ist eine offizielle Beschwerde über diesen Lehrer eingegangen und erreicht dann nicht nur den unmittelbaren Arbeitgeber, nämlich die Schule, sondern wenn es ein staatliches Gymnasium ist oder so, auch dann den mittelbaren, nämlich den Freistaat Bayern. Und dann hat dieser Lehrer ein richtiges Problem. Und ich habe dann diese Beschwerde natürlich sofort zurückgezogen und habe dann aber auch mit dem Lehrer gesprochen, aber auch mit dem stellvertretenden Direktor. Und der hat mich, das ist krasse, der hat mich so angelabert, als sei ich ein Schüler von ihm. Und ich glaube, das ist auch Lehrerkrankheit. Und dann habe ich gesagt, Moment. Sie wissen aber schon, dass ich kein Schüler von Ihnen bin, oder? Also ich erbitte mir einen anderen Ton, weil sonst geht es wieder zurück auf Position A. Und ich glaube, das wollen Sie nicht. Hey, man muss sich auch, oder? Man muss sich schon auf die Hinterfüße stellen. Aber nicht gleich mit dem Anwalt daherkommen. Ich denke, man kann alles ganz normal klären. Wir sind mit Sicherheit keine Rechtsanwaltseltern. Aber die gibt's halt, die gibt's.
Ja gut, also meine Kids haben das Schuljahr geschafft. Ein paar Vierer natürlich, aber keine Fünfer. Und ja, meine Tochter ist jetzt Oberstuflerin. Die kommt jetzt in die K11. Und mein Sohn kommt in die 9. Siehste, zwei Schuljahre auseinander. Ja, das ist schon so ein Schritt. Das ist ein krasser Schritt, wenn du merkst, dass die Kids so erwachsen werden. Sie ist ja überhaupt nicht mehr angewiesen auf uns, ne, auf irgendwie von A nach B fahren, sondern die fährt einfach selber. Die kommt und geht, wann sie lustig ist. Okay, die wird jetzt auch 17, aber trotzdem, das ist so ein komisches Gefühl als Eltern, wenn man merkt, wir werden nicht mehr gebraucht. Weil auf dem Land wirst du immer gebraucht, ne? Entweder die fahren mit dem Fahrrad bei Wind und Wetter, so wie wir das früher auch gemacht haben übrigens. Ja, ich habe auch in Ingolstadt gelebt und bin dann auch nach Geimersheim oder Gerolfing oder sonst wohin oder nach Etting irgendwelche Käfer mit dem Fahrrad gefahren. Jawohl, ich bin nie mit dem Bus gefahren. Ich wusste gar nicht, wie das geht. Alles mit dem Fahrrad. Aber heute, diese verweichlichten Kinder von heute, die hätten früher keine 5 Minuten überlebt, das sage ich euch. Die hätten. Ohne Scheiß, ey. Diese Stories von wegen, hey, wir hatten nicht mal einen Gurt im Auto, die gibt's ja alle schon. Die gibt's ja alle von Tausenden von Comedians, ne? Aber ohne Scheiß, es ist anstrengend, wenn du Kids hast auf dem Land, weil du musst die ständig von A nach B fahren. Und ich möchte mal meinen Kumpel besuchen und wir wollen heute Abend noch ausgehen. Ich hatte mal eine Freundin, die hat richtig auf dem Land gewohnt, richtig weit draußen. Ich glaube, ich versuche mich manchmal daran zu erinnern, wie oft ihre Eltern uns abgeholt haben und dann nochmal 40 Minuten nach Hause gefahren mit dem Auto, wo ich mir denke, what the fuck? Also da würde ich zu meiner Tochter sagen, nee, also mit dem Typen, der wohnt eindeutig zu weit weg, ist mir egal, wie sehr du ihn liebst. Es ist mir, hier geht es um meine Lebenszeit. Ey, ich habe nicht mehr so viele Jahre wie du. Ohne Scheiß, ich genieße jeden Sonnenuntergang, weil es könnte mein letzter sein. Also bitte mehr Rücksicht. Ja, und jetzt fährt die selber. Jetzt können die selber fahren. Ich liebe es, auf Land zu ziehen, aufs Land gezogen zu sein. Ich liebe es, auf dem Land zu leben. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wo ihr lebt, aber Dorf ist schon geil. Wir sind zwar jetzt da relativ neu, wir sind erst 2007 rausgezogen und sind dann vor 4 Jahren im Landkreis in ein anderes Dorf umgezogen. Und das ist ja wie, das ist so, als wärst du schon, keiner sagt, ah, der hat ja vorher auch in einem anderen Dorf gewohnt. Du kommst in einem neuen Dorf an und bist der Fremde. Du bist der Neuling, du bist der Neigschmeckte, der Reingeschmeckte, der, du bist eigentlich, ey, auf dem Land, also zumindest ist es hier in Bayern so, wenn du nicht aus dem gleichen Gäu kommst, aus dem gleichen Landkreis oder aus dem gleichen Gemeindeumfeld, wenn du nicht seit Jahren in die gleiche Schule gehst, zum gleichen Milchbauern oder, versteht ihr, was ich meine? Dann gehörst du nicht dazu. Ne? Selbst wenn du irgendwie ein bisschen prominent bist oder wenn du den Bürgermeister kennst, dann kennst du immer noch gar keinen. Eigentlich musst du die Leute kennen, die Hopfenkönigin oder sowas wählen. Weißt du, dieses Komitee. Du musst in den ganzen Vereinen drin sein. Du musst bei der Feuerwehr sein. Du musst beim Schützenverein sein. Du musst beim CVJM, keine Ahnung, gibt es sowas überhaupt noch. Du musst im Anglerverein sein. Du musst beim Roten Kreuz musst du sein. Du musst überall dabei sein. Und selbst dann, bist du nach 40 Jahren immer noch der Neue. Deswegen, diese Hoffnung habe ich aufgegeben, dass ich da irgendwie respektiert bin. Wir sind keine Royalty hier auf dem Kaff. Nein, wir sind vielleicht, was sind wir hier? Ja, doch diese Prominenz, ich weiß jetzt, wir sind die Neigschmeckten. Jeder kennt uns, ja? Jeder redet von uns oder hat eine Meinung zu uns. Vielleicht ignorieren sie uns auch, aber auch bewusst. Aber du wirst nie dazugehören. Ich hoffe, dass meine Tochter, die soll mal einen heiraten, der gut connected ist im Ort. Dann wird man vielleicht irgendwann. Und das Krasse ist, du ziehst dann zwei Orte weiter und du musst wieder von null anfangen.
Du bist ein Fremder, du bist ein Nichts, du hast keine Wurzeln. Du bist wie so ein Flüchtling, für die bist du halt Staub. Ja. Aber ich lebe da jetzt und wir wohnen in einem Viertel, in einem Neubauviertel quasi im Dorf, wo auch sehr viele, ja, wie wir so sagen, Neigschmeckte leben. So junge Familien, die sich halt die quasi einen Job haben bei Audi oder bei BMW oder so oder bei irgendeiner großen Firma. Ingenieursfamilien, weiß der Geier was, ne? Aber nette junge Leute und die bauen sich halt da ihr Eigenheim und können sich ein Eigenheim leisten, eine Familie aufziehen, aber die kommen nicht alle aus dem Ort. Und da ist es dann schon okay unter denen. Aber wenn man auf die andere Seite vom Ort rübergeht, die schauen dich an wie, Oida, was bist denn du für einer? Was willst denn du hier? Du hast da gar keinen Hof hier. Auf der anderen Seite vom Ort, da hat jedes Haus hat eine Scheune, einen Schuppen, einen Traktor und ein Haupthaus und dann vielleicht noch ein Austragshäusel dahinter. Austragshäusel, wisst ihr, das ist dann da, wo dann die Eltern später reinziehen, wenn dann die Kinder das Haupthaus übernehmen. So schaut es da aus. Es ist schön, ich finde es auch cool. Tradition in Bayern, das ist ganz wichtig, das gibt es auch bestimmt auch. Gibt es auch in anderen Bundesländern mit Sicherheit, oder? Gibt es auch, dass jemand einen Familiennamen hat, aber auch einen Hofnamen? Also du lebst, du heißt schon längst irgendwie, keine Ahnung, Christelhuber, aber alle sagen zu dir Meier, weil du halt den Meierhof bewohnst, weil vielleicht irgendwann mal deine Uropa oder wer auch immer Meier geheißen hat, aber über Eheschließung oder so heißt du halt jetzt anders. Wisst ihr, was ich meine? Gibt es das auch woanders? Okay, gut. Scheißegal. Ich liebe das Leben auf dem Land. Ich liebe es aus verschiedenen Gründen. Und die zähle ich euch jetzt auf. Passt mal auf. Setzt euch hin. Die gute Luft. Die Bodenständigkeit der Leute. Nein, ich finde es geil, dass ich nicht mehr in der Stadt lebe, weil die Stadt macht mich fertig. Ich pack's nicht mehr. Ich pack das vom Stresslevel nicht mehr. Mit dem Auto in die Stadt zu fahren, mit dem Zug alles okay. Ich kann mit der Bahn irgendwie in eine Großstadt reinfahren und dann zu Fuß zum Hotel gehen oder was auch immer oder mit dem Bus fahren, alles kein Problem. Aber mit dem Auto nach München oder nach Nürnberg oder nach Augsburg, okay. Also gerade in München ist es so anstrengend, da im Stau zu stehen und dann ewig Parkplatz zu suchen. Du bekommst mit Sicherheit einen Strafzettel. Ich habe früher eine Wohnung gehabt in München, wo überall Altbau war. Ja, das ganze Viertel war nur alter Wohnbestand und keine Tiefgaragen. Das heißt, du musstest auf der Straße parken oder du hattest im Innenhof vielleicht einen Stellplatz, was wir aber nicht hatten. Und ich kann mich erinnern, ich bin im Auto nach Hause gekommen, abends um 11 oder so, waren natürlich schon alle zu Hause, ich kam halt von einem Auftritt und habe dann nochmal eine Dreiviertelstunde Parkplatz gesucht. Das war die Hölle. Und dann bin ich aufs Land gezogen und hatte dann einfach nur noch von München raus eine halbe Stunde Fahrt und musste halt null Parkplatz suchen. Und das Verrückte ist, du spulst zwar mehr Kilometer auf die Karre, aber du bist weniger unterwegs, also zeitmäßig. Weil, naja, ihr wisst ja, weil ich halt zu Hause nicht Parkplatz suchen muss. Und die Leute sagen immer, ach, so weit rausfahren, da verbringst du doch nur noch dein Leben im Auto. Das verbringst du in der Stadt, wenn du mit dem Auto unterwegs bist, ganz genauso. Wenn du irgendwie im Auto auf Tournee fahren musst, dann bist du auf der Tournee, aber auch, ihr wisst, was ich meine. Deswegen null Bock. Meine Comedy Lounge in München, die ich im Substanz hatte, Substanz, richtig geiler Laden, beste Location für Comedy meiner Meinung nach, aber da hinzufahren, Parkplatz suchen, Equipment tragen, aufbauen, da konnte man nicht mal irgendwie vernünftig parken, da ist ja nichts zum Parken. Weil gegenüber ist das KVR, Kreisverwaltungsreferat, riesen Parkhaus, machen die einfach zu. Machen die um 17 Uhr zu, die Arschlöcher. 17 Uhr, wenn die ihre Schreibtischlampe ausknipsen, ja, wenn sie irgendwie ihre Jacke anziehen, ihrem Kaktus gute Nacht sagen und sich dann verabschieden, dann machen die das Parkhaus zu. Da könnten noch so viele Leute drin parken, aber nein, das haben die ja nicht nötig, die feinen Herren von der Stadt. Ja, scheißegal.
Gut, also, Leben auf dem Land, ich genieße es sehr. Ich genieße auch, dass man zum Beispiel einen schönen Bauernmarkt hat, finde ich cool. Was ich auch gut finde, ist, wir haben Imker bei uns in der Nähe. Das heißt, du kannst zu einem Imker gehen, dessen Bienen bei dir in der Gegend rumschwirren. Und dadurch kannst du dich quasi, wenn du diesen Honig isst, hyposensibilisieren. Wisst du, was ich meine? Das ist so, wenn du immer mini kleine Dosierungen von den Umweltallergenen zu dir nimmst, damit du dann irgendwann in der Hochphase, wenn die Pollen fliegen, nicht mehr so allergisch bist. Also wenn du jetzt quasi über den Herbst, Winter ständig diesen Honig isst, dann ist es so eine kleine Art von, sagt man, Hyposensibilisierung. Ich habe das früher beim Hautarzt gemacht. Einmal die Woche Spritze in den Oberarm und Scheibe Leberkäse drauf, bis in den Gefühl. Nein. Ich habe gehört, dass es mit diesem Honig gehen soll. Also wir haben den Honig vom Imker vor Ort. Ist doch geil, oder? Sportverein, Vereinsleben, es hat schon was. Also die Kids sind natürlich im Sportverein. Also Leben auf dem Land stehe ich schon drauf. Aber der Nachteil ist, du musst halt für jeden Scheiß, musst du irgendwie mit dem Auto einkaufen, Lebensmittel. Wobei ich jetzt sagen muss, bei Amazon bestellen, fand ich früher ganz, ganz schlimm, wenn du in der Stadt lebst zum Beispiel und du hast irgendwie die Läden unten vor der Haustür und könntest da auch da reinspazieren. Aber auf dem Land denke ich mir, der Postbote fährt ja sowieso bei dir vorbei. Und ich denke nicht, dass es von der Ökobilanz so schlimm ist. Was ich bescheuert finde, ist, wenn die Leute sich ständig Sachen schicken lassen, die probieren sie dann an und dann schicken sie wieder zurück. Aber wenn ich sag mal so, ich möchte mir eine Webcam kaufen und ich weiß nicht, welche jetzt optimal ist, dann steige ich jetzt nicht ins Auto und fahre nach Ingolstadt und schaue erstmal zum Mediamarkt, dann schaue ich zum Saturn, dann schaue ich zum Expert, dann gehe ich noch zum Fröschel oder zum Red Zack oder so, fahre die ganze Kacke im Auto ab und dann kaufe ich eine und dann fahre ich wieder mit nach Hause, gucke ich doch lieber im Internet und bestelle sie dann auch da. Was meint ihr? Geht halt der Einzelhandel, der leidet da natürlich schon drunter. Aber vielleicht ist es auch nicht mehr das Konzept der Zukunft. Denkt ihr, dass Amazon eines Tages so eine Kaufhof-Filiale übernimmt und dann da drin den ganzen Warenbestand, den sie haben, ausstellt? Glaube ich nicht. Ich denke, es ist kein Thema mehr in Zukunft. Ich denke, dass Einzelhandel auf persönlicher Ebene mit Spezialsachen überleben kann, aber nicht mehr dieses Kaufhausprinzip, so dass man so, ja, so, wisst ihr, was ich meine? Sachen, wo ich eh weiß, was ich will. Dafür muss ich nicht in den Laden rennen, oder? Klamotten anprobieren? Okay. Ach, was weiß ich? Ich laber hier auch nur mein eigenes Gefühl raus, oder? Was ein bisschen nervt auf dem Land, ist medizinische Versorgung. Du hast halt so deinen Hausarzt und so. Da hast du auch einige Wartezeiten und wenn du zu einem Spezialisten, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, hier Hautarzt, Hyposensibilisierung, Allergologe oder so, da muss ich halt dann in die Stadt reinfahren und dann sitzt man halt wieder mit ganz vielen Leuten oder hockst halt, musst halt des Krankenhauses weiter weg. Das ist schon ein Problem. Ansonsten, hey, alles cool. Genieße ich sehr. Was wollte ich eigentlich sagen? Hey, letzter Schultag, genau. Letzter Schultag, die Kids haben Jahresbericht bekommen. Und was war das eigentlich für ein krasses Schuljahr, oder? Also in Bayern, wir sind ja immer die Letzten, bei denen die Schulferien beginnen. Traditionell, ich glaube, das hat sich damals, hat sich sogar der Bayerische Bauernverband über die CSU so beschlossen und im Bund dann auch durchgesetzt. Oder im Bundesrat, keine Ahnung, wie das geht. Bildung ist ja Bundessache, ne, Ländersache. Aber auf jeden Fall haben die damals irgendwie festgelegt, wie das mit den Ferien ist. Ich glaube, alle Bundesländer rotieren, aber die Bayern nicht, wegen der extrem starken landwirtschaftlichen Ausrichtung des Freistaats Bayern. Früher war ja Bayern noch längst nicht so industrialisiert und hat auch Länderfinanzausgleich kassiert, nicht gezahlt wie heute. Und
da war sehr, sehr viel Landwirtschaft und es war normal, dass die Kinder auf dem Hof der Eltern mithelfen mussten bei der Hopfenernte. Spargel, was auch immer. Aber Hopfen tendenziell ist hier bei uns in der Region extrem stark. Und so viel ich weiß, das ist mein Stand des Wissens, korrigiert mich, falls ich da falsch liege, war gerade zum Zwecke der Hopfenernte mussten die Kinder immer alle mithelfen. Und da hat man dann gesagt, gut, wir legen die Ferien so, dass der Hopfen in den Ferien geerntet werden kann, ne, in den Schulferien geerntet werden kann, dass die Kinder nicht in der Schule sitzen müssen, wenn sie auf dem Land gebraucht werden. Und deswegen hat Bayern immer, immer als allerletzte Ferien, nämlich fix von Anfang August bis Mitte September. Tja, so schaut's aus, Freunde. Simbeck droppt schon wieder Knowledge. Wie lange laber ich hier eigentlich schon? 26 Minuten. Ich glaube, es wird Schluss zu machen. Eine Sache ist mir noch aufgefallen. Scheibenwischer. Es ist so mega random, oder? Von Schulferien zu Scheibenwischer. Wie kommt der Typ auf Scheibenwischer? Habe ich Scheibenwischer gesagt? Scheibenwerfer, Scheinwischer. Ihr wisst, was ich meine. Der meistgesagte Satz in Schlimmbecks Podcast ist: Ihr wisst, was ich meine, weil ich nämlich nicht weiß, was ich meine. Scheibenwischer ist, habe ich mir vor kurzem gedacht, das einzige Teil am Auto, was in 100 Jahren Automobil keine Fortentwicklung erfahren hat, oder? Das haben die doch nicht geschafft. Das ist immer noch die gleiche Scheiße, wischt von links nach rechts und hat so eine Gummilippe dran. Und das war's. Da ändert sich nichts. Da ändert sich auch Wischwasser wird auf die Scheibe gespritzt. Pumpe. Dann gab es mal die Intervallschaltung. Spannende Geschichte übrigens. Ne? Das hat, glaube ich, ein Ingenieur für Ford oder so entwickelt oder für irgendeine amerikanische Autofirma. Und die haben ihm null Kohle dafür gegeben für dieses geniale Patent. Aber ja, Scheibenwischer. Warum entwickelt sich nichts weiter? Alles entwickelt sich weiter. Meine These ist, die meisten Erfindungen fürs Auto, naja gut, ABS, SRS. Sagen wir mal so, wenn Raumschiffe Scheibenwischer bräuchten, dann hätten wir da bestimmt schon eine andere Lösung, oder? Dann hätte die NASA schon irgendwas entwickelt. Aber warum schafft es nicht Elon Musk, da bitte mal was Neues zu entwickeln? Scheibenwischer, Leute, das ist noch so analog. Kann man da nicht einfach sagen, wir machen das mit Luftgebläse? Wir nehmen den Fahrtwind und wir komprimieren den und ballern den immer an der Scheibe entlang, dass sich das Wasser, das die Scheibe gar nicht berührt? Da gibt es noch nichts. Ich glaube, es gibt für Nano-Perl-Beschichtungen für die Scheibe, dass da nichts kleben bleibt. Aber trotzdem, da gibt's nichts. Wird es jemals was geben? Für jeden Scheiß erfinden sie was, oder? Vakuumverpackung, Vakuum. Mein Dad. Hey Leute, das war für mich so ein absoluter Weird-Moment in meinem Leben, wo mein Vater gesagt hat, wir brauchen keinen Vakuumverpacker. Und hat die Brottüte genommen und hat die Luft rausgesaugt und er hat zugemacht beim Clips. Er ist mit dem Mund an die Brottüte hin und hat die Luft rausgesaugt und hat das Brot vakuumverpackt. Super, oder? Und ich mir gedacht habe, jeder geht da mit seinem Mund hin. Also, wenn du eine Scheibe Brot aus der Brottüte nimmst, dann saugst du nachher wieder die Luft raus. Es war damals nur halb so eklig, wie es heute irgendwie ist, mit dem Gedanken Corona im Kopf, oder? Auf einmal, also ich zumindest, habe ein anderes Hygienebewusstsein. Ich denke auch, was man unbedingt erfinden müsste, das wäre ein Türöffner für Klotüren. Wenn du zum Beispiel, sagen wir mal, die widerlichsten Klotüren überhaupt, Autobahn-Raststättenklos, ja? Oder nicht die, nein, die Parkplatz, Autobahn-Parkplatz-WCs. Da drückst du auf, du kannst die Tür aufdrücken,
dann kannst du deine Notdurft verrichten, dann kannst du die Hände waschen, alles noch kontaktlos und dann stehst du vor der Tür und denkst dir, fuck, wie kriege ich die jetzt auf? Oder? Dann musst du immer ziehen. Und die sind so schwer, die kriegst du auch mit dem Ellbogen nicht gezogen. Da sollte man mal was erfinden. Da sollte man mal, ich würde vorschlagen, ein Pedal, wo man mit dem Fuß drauf tritt und dann wirft es die Tür auf. Dann kommt dir die Tür entgegen, sodass du sie quasi mit dem Ellbogen dann weiter aufschieben kannst. Wie geil wäre das, oder? Wie geil wäre sowas? Erfindet auch keiner. Vielleicht erfindet ihr sowas. Vielleicht habt ihr auch Ideen für Dinge, die man erfinden sollte. Schreibt es auch am besten in die Kommentare. Oder, ja, das war's schon wieder. Hey, ich bin schon eine halbe Stunde lang, Leute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Florian Simbecks Comedy Podcast. Der nächste kommt am kommenden Montag. Und wir müssen uns als Erkan und Stefan jetzt auch Gedanken machen, wie wir unser Streaming verhalten jetzt, wie wir quasi sortiert strömen können. Ich habe mich mit einer Gaming- und Streaming-Agentur unterhalten, die uns vielleicht sogar vertreten werden. Wie geil ist das, oder? Macht das Hobby zum Beruf. Die sagen, ja, ihr solltet vielleicht schon euch überlegen, dass ihr vielleicht am Montag dann Ego-Shooter macht oder Montag ist Erkans Ego-Shooter-Tag, Dienstag ist FIFA, Mittwoch ist, keine Ahnung, dass man da so eine Art Timetable macht, dass man sich überlegt, wann ist die beste Zeit? Und ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, weil ich glaube, unser Publikum ist ein ganz anderes Publikum als das von den anderen. Wer von euch schaut uns ja Erkan und Stefan Twitch-Streams oder YouTube-Streams? Wer ist überhaupt auf Twitch? Und wann könnt ihr überhaupt gucken? Und wie lange würdet ihr gucken? Das würde mich noch interessieren. Und jetzt gehe ich noch mal ganz kurz in meinen Kalender. Denn wenn ihr den Schlimbonator live sehen wollt, dann könnt ihr das jetzt nur Montag, Dienstag, Mittwoch. Und zwar bei der Comedy Lounge in Dachau am Montag in der Kulturschanne in Ingolstadt im Diagonal. Und am Mittwoch, am 29. Im Jazzclub in Augsburg. Es gibt nicht mehr viele Karten, geht auf comedylounge.de. Und falls ihr noch Karten vom März oder April habt, die ihr Corona-bedingt nicht eintauschen konntet, nicht nutzen konntet, dann schreibt mich an unter mail@floriansimbeck.de und dann klären wir das. Okay? Ein paar haben es schon getan. Besonders voll wird es wohl nicht werden, aber wer weiß. Vielleicht gibt es dann doch kurzfristig noch einen Run. Auf jeden Fall kommen tun Dennis Grund aus Hamburg, Christina Buganski aus Berlin und Manuel Wolf aus Köln. Auf die freue ich mich sehr. Aber am allermeisten freue ich mich auf euch. Kommt doch vorbei, auch wenn ihr zum Beispiel Supporter seid von meinem Podcast. Wie zum Beispiel Benjamin Maurer, der ist ein Schlimmbäckchen. Der bekommt Freikarten, die nutzt er jetzt und löst sie ein. Und kommt zu mir nach Dachau. Da freue ich mich sehr. Dann bedanke ich mich jetzt bei allen meinen Schlimmpresarios, die meinen Podcast auf Patreon oder Steady unterstützen. Wenn ihr das tun wollt, könnt ihr das auch auf floriansimbeck.de/podcast. Klickt auf den Patreon oder auf den Steady-Link oder auch auf PayPal, falls ihr euch nichts vorgeben lassen wollt, könnt ihr euch eine individuelle Summe aussuchen. 1 Euro im Monat zum Beispiel. Ich bedanke mich sehr bei meinen Schlimmpresarios, die mich mit 10 Euro im Monat unterstützen. Vielen, vielen Dank. Florian Höfle, Dom Thuli, Katrina Messinger und Luna Schattenwolf. Vielen Dank. Wieso lese ich eigentlich immer die Mädels am Schluss? Weil ich möchte, dass mit dir am längsten im Gedächtnis bleiben. Oder? Das ist wie wenn man was isst und man hebt sich das Beste zum Schluss auf. Seht ihr, es muss nicht immer so sein, wie man denkt, man muss die Frauen zuerst nennen. Wieso nennt man die Frauen zuerst? Damit man es weg hat, damit man es schon mal erledigt hat und dann kann man sich dann den Herren widmen. Man kann es doch sehen, wie man möchte, oder? Also unterstellt mir nicht bitte irgendwelchen Scheiß-Sexismus. Bei meinen Schlimmbäckchen, die mich unterstützen mit 3 Euro im Monat und die von mir auch eine Schlimmbäckstasse geschenkt bekommen, wenn sie abonnieren. Das könnt ihr übrigens auch bedanke ich mich. Das sind Jasmin Goes Creative, Marco Welz, CJ Kiefer, Michael Buchner, Martin Baumann, Fabian Pohlmann, Julian Brügmann, Henry Kuhnke, Merchhelden.com, Horst Blankenstein, Mark DeLorean, Sebastian Veit, Marco Zehetpower,
Trompete im Auftrag der Neugierde, Altes Bootshaus, Flo aka Big B, Rebecca Schmelzer, Marlene Bürgers, Dein Ingolstadt, Ben Schlimbeck, Alex van Laak, André Borst, Benjamin Maurer und Markus Maurer. So, vielen, vielen Dank für euren Support. Ihr seid die geilsten. Was war der fucking Fruchtflieger hier unten? Ich bin hier im Keller, weil ich keinen Bock auf Insekten habe. Und plötzlich fliegt hier eine Fruchtfliege rum. Keine Ahnung. Okay, Leute. Danke für euren Support. Geht auf Patreon oder Steady. Geht auf comedylounge.de. Holt euch Tickets für die Comedy Lounge. Montag in Dachau. Dienstag in Ingolstadt. Freitag in Augsburg. Das war's von mir. Wir hören uns wieder am Montag. Und vielleicht habe ich ja am Mittwoch dann einen der Comedians im Interview. Na, das wäre interessant. Alles klar, das war's. Ciao.